Ja, moin und herzlich willkommen hier beim nächsten Video zum Umbau des Angelbootes. Der nächste Schritt, der jetzt ansteht, das ist einmal der Echolotgeber an die Geberstange zu befestigen. Und das zeige ich euch mal eben, wie ich mir das vorstelle. Also hier unten ist die Halterung von der Geberstange. Das ist die Minn Kota Version in 92 oder 93 cm Länge. Reicht optimal. Ist jetzt auch schon so weit eingestellt, dass wir das ans Boot montieren können. Hier vorne habe ich mit dem Edding einen kleinen Strich gezogen, da ich da eine Markierung habe, da ich auch da vernünftig drin bin. Also nach oben ist noch ein bisschen Platz. Die Halterung. Hier viel Markierung. Schon mal vorgemacht, dann bohre ich ganz leicht vor und dann kommt der Triple Shot Geber, der kommt dann hier drauf, zwei Schrauben pro Seite und dann muss das halten. Die Geberstange, das Stück, wo das Kabel dann befestigt wird mit Isotape, das wird einmal entfettet mit Silikonentferner, damit das Klebern vernünftig hält. Und das Kabel lege ich dann dran und wickel eigentlich dann ziemlich weit bis hier oben, glaube ich, wirklich das Tape drum, dass hier unten nicht zwischen das Kabel kommt oder dass da mit dem Kabel irgendwo hängen bleibt oder so, dass es hier schon mal gut fest ist. Im oberen Bereich kommt dann so eine etwas größere Schlaufe, dann läuft das Kabel dann hier durch und dann halt ins Boot rein, wo es dann ans Echolot angeklemmt wird. Der Grund ist der, falls wir die Stange mal irgendwie doch nach oben ziehen müssen, dass wir hier immer noch ein bisschen Spiel haben in dem Bereich, um das hochzuziehen, weil irgendwann kommt das Tape ja dann hier unten dran und dann, wenn wir hier noch ein bisschen was vom Kabel haben, dann ist das hier nicht bis nach oben. Deswegen wird es hier oben eine Schlaufe geben, da ist die Stange eh aus dem Wasser raus und dann sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, falls wir mal nachjustieren müssen, hoch oder runter, dann sieht man dann ja meistens erst, wenn man die ganze Geschichte im Wasser hat und damit im Einsatz ist. Also der nächste Schritt, Löcher hier anbohren und dann Schrauben reinjagen, damit der Echolotgeber hier an der Halterung auch befestigt ist. Also die Schraube kommt jetzt hier durch. Der Geber ist waagerecht ausgerichtet. Da kann er noch ein bisschen runter. Vielleicht ein. Ne, dann steht er schief. So, so ist er gerade ausgerichtet. Da kommt die Mutter drauf. Selbstsichern, das ist alles Edelstahl, das gammelt uns also im Wasser auch nicht weg. Und dann das Ganze hier anziehen. Bei so Sachen, gerade mit Kunststoff, immer daran denken, nach fest kommt ab. Also nicht mit Gewalt, sondern mit Gefühl da dran gehen. So. Das ist fest, da passiert nichts mehr. So sieht das Ganze heraus. Also, die Arbeit ist erledigt und jetzt geht es nur noch an die Justierung bzw. an den Anbau. Ans Boot, an die linke Flanke kommt das Ganze dran und dann sind wir damit auch durch und dann kann es wirklich bald das erste Mal aus Wasser gehen.
Ja, so sieht es aus. Also, das Tape ist hier fest drum und sogar relativ gerade gemacht. Sollte auf jeden Fall halten. Dann habe ich jetzt hier oben ein bisschen Platz gelassen. Das Kabel soll dann hier irgendwie rum. Hier. Dann kommt das an die Bordwand. Und irgendwo hier zwischen soll das Kabel dann durch und dann zum Echolot gehen. Das ist so der Plan. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie kriegen wir das Kabel schon mal so in irgendeine Richtung. Jetzt könnte man hier natürlich einen Kabelbinder durchziehen. Das, was hier einmal so locker einschlaufen an zwei Stellen. Dann haben wir es hier schon mal. Und dann hier lang. Aber hier wird das nicht so halten. Außer man müsste hier ein kleines Loch reinbohren, dann macht man ja auch noch vielleicht ein, zwei Kabelbinder dran. Mal schauen. Also das Kabel ist zumindest lang genug. Wir haben hier noch, weiß ich nicht, bestimmt 2 Meter. Da sollte man keine Probleme haben. Die wickeln wir nachher einfach auf und dann vertüdeln wir die so, dass die nicht im Weg sind. Aber das ist schon mal geklebt und das hält. Und dann suche ich mal nach Kabelbinder, mach die nur locker dran, zieh die nicht richtig fest und hier ja vielleicht 2 kleine Löchchen reinbohren, dass das Kabel so ein bisschen hier dran hängt und nicht so locker durch die Gegend fliegt. So, Kabelbinder haben wir auch. So. Das Ganze soll ja eigentlich noch bewegbar sein. Also man kann ja hier den Hebel drücken und dann kann man im Prinzip die ganze Geberstange zur Seite hin wegklappen. Eigentlich für meine Zwecke brauche ich das nicht. Ich habe hier ein bisschen Platz gelassen, weil die Geberstange kommt an die Seite. Ich kann damit fahren. Ein Speedboard ist das Tetraport ähnlich. Von daher können wir es einfach dran lassen. Ansonsten, wenn man wirklich, wenn das nicht geht, dann schraubt man es eben los, macht man es eben kurz ab und hält es dann wieder ins Wasser, wenn wir es brauchen. Also von daher sehe ich da jetzt kein Problem, wenn wir das Kabel hier durch den einmal durchziehen. Also es ist jetzt nicht fest bis zum geht nicht mehr. Also es ist noch ein bisschen Spiel. Und wenn wir das Gleiche dann hier unten noch einmal machen, dann sind wir in dem Bereich auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite, dass da nichts passiert. Theoretisch kann man hier oben noch dran schrauben, um die ganze Stange in diese Richtung ein bisschen zu schieben oder auch nach unten, weil das Kabel halt hier noch mitgeht. Da haben wir noch 3 Finger breite Platz. Und wir müssen das auszugleichen. So von der Einstellung haben wir das so, dass es knapp unterm Kiel herauskommt. Also, dass wir nicht das Boot irgendwie als Schatten haben. Und ja, es ist immer noch flacher eingestellt als der Motor. Also, wenn wir da irgendwo aufsetzen, dann kriegt der Motor, glaube ich, eher einen weg als das Boot. Also, von daher bin ich da schon mal ganz zufrieden mit. Jo, jetzt. Was machen wir hiermit? Lassen wir das so oder bohren wir hier ein ganz kleines Loch rein, damit wir noch hier einen durchziehen können. Dann haben wir es hier auf der Seite auch nochmal hängen. Und dann ist hier noch genug Luft, dass da nichts passieren kann. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Also Bohrer raus und dann machen wir hier ein kleines Löschchen rein. So, hier ungefähr. Bauen wir ein kleines Loch rein, dann geht das Kabel hier vorbei, der Kabelbinder geht da durch, dann passt das. So, testen wir das einmal aus. Der geht hier durch, dann kommt das Kabel hier rum. So.
Und das Ganze lässt sich immer noch verschieben. Hier können wir es tatsächlich noch einen Ticken fester ziehen, hier vorne. Und dann haben wir das an drei Stellen drin. Da fliegt das Kabel nicht raus. Wir können es immer noch bewegen. Hier ist noch Platz. Und der Rest vom Kabel, der landet halt im Boot. Jo. Dann die Reste abknippen. Und dann kann das Ganze ans Boot ran. So, da haben wir einmal den Batteriekasten. Kabel ist nicht angeklemmt. Das Echolot, das ganze Kabel ist quasi über vom Echolot zum Geber. Hier ist die Halterung. Ja, das ist jetzt noch nicht so, wie es soll. Das Kabel runter und da unten ist dann der Geber dran. Also, jetzt ist die Frage. Lassen wir das mal los. Das wird irgendwo festgemacht und dann muss ich mir was einfallen lassen, dass das hier nicht rumliegt. Da stolpert man drüber und dann liegt sie nachher im Bach. Also, hier der Rahmen. Wenn wir es hier hinten festziehen, dann zieht er sich auch zusammen. Das ist natürlich jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Was aber auch nicht das Gelbe vom Ei ist, dass wir hier noch Platz haben und die Halterung vom Geber nicht richtig aufsetzt. Da das hier nichts, keine haltende Wirkung hat, sondern einfach nur ein Rahmen ist zum Festhalten, wird dieser wohl hier in dem Bereich abgeflext und in dem Bereich. Also haben wir hier an dem Stück keinen, dann können wir hier den Geber richtig runtersetzen, dass der auch vor Bordwand aufliegt. Und dann haben wir da auch mehr Platz zum Reinschrauben. Das Ganze geht dann natürlich auch nochmal hier so 2-3 cm. Dann liegt jetzt ein bisschen richtig an und die Schraubzwingen hier, die können auch richtig greifen. So sind wir hier nur ja, einen knappen halben Zentimeter unter der Kante. Das ist natürlich auch nicht so das, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber gut, Flex, Scheibe drauf. Dann nehmen wir das Stück hier weg. Und dann haben wir hier hinten immer noch zwei Griffe dran, womit wir das Boot festhalten können. Also Batteriekasten, das habt ihr ja schon gesehen, das sieht so aus. Hier ist der Stecker, der geht dann hier raus hinten zum Echolot rein. Jo. Entweder bleibt er so oder wird irgendwie noch. Ich denke mit dem Spanngurt vielleicht, dass wir hier einmal unten drunter einen Spanngurt legen und dann oben rüber. Dann ist er fest. Dann fliegt er uns auch nicht durch die Gegend. Wie gesagt, hier hinter kommt noch die Batterie vom E-Motor. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz, um irgendwelches andere Gelumpe reinzupacken. Da sind die Primus Tankflaschen. Ja, da kommt der Motor dran. Da der E-Motor und dann sind wir soweit ausgerüstet. Also jetzt erstmal flexen und dann haben wir da auf jeden Fall genug Platz, um den Geber bzw. die Geberstange richtig zu befestigen. Neuer Tag, es geht weiter. Hier haben wir schon mal eine Flex liegen und ein bisschen Sicherheitsequipment, Brille, Handschuhe. Und ein paar Mickey-Mäuse, damit mir gleich nicht die Ohren klingeln, wenn es ans Flexen geht. Ich habe noch ein bisschen die Matte vom Boot drüber gelegt, da wir in dem Bereich flexen, damit nicht so viele Funken hier durch die Gegend oder nach vorne fliegen. Die größten Funken werden wahrscheinlich eh, oder die meisten Funken werden eh nach unten abfallen. Also sollten wir hier und heute nichts in Brand setzen. Und falls doch, dann muss ich mich beeilen, wie ich hier hinten über das Boot auskomme und ja, mich in Sicherheit bringe. Aber soweit wird es nicht kommen. Also, Flex anschließen und dann kann ich losgehen.
So, keine scharfen Kanten. Sind wir dran. Die Späne und so, das fegen wir gleich auf, damit wir uns das hier nicht in den Reifen reinhauen. Also, gefunkt hat es irgendwie nicht. Das ist das Stück, was hier zwischen saß. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und man kann hier schön die Halterung vom Geber dran. Und der Rahmen, der stört uns nicht mehr. Hier haben wir immer noch ein bisschen was, um das Boot festzuhalten. So, und hier ist halt eine Lücke. Dann kommt hier der Geber dran und dann sind wir damit durch. Jo, die Arbeit ist jetzt auch fertig. Ein bisschen Farbe ist drauf. Der Rahmen, ein Stück vom Rahmen ist abgeflext. Da haben wir jetzt Platz. Dann kommt der E-Motor da jetzt gleich einmal dran, damit wir einmal sehen, wie das Ganze dann aussieht. Dann kann man den Messer festschrauben und dann sind wir damit durch. Und dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, teilen, abonnieren, bitte nicht vergessen, würde mich darüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also haut rein und ganz viel Spaß am Wasser. Ciao.